Ey. Skü. Was ist das für ein komischer Test? Das ist kein Test, das ist die Anmoderation von meinem Blog. Ach, echt jetzt? Hallo! Wir verreisen mal wieder. Wo es hingeht, seht ihr wahrscheinlich im Titel. Also braucht es euch gar nichts erst zu erzählen. Nehmt euch jetzt einfach mit und schneidet es jetzt irgendwie über eine Woche verteilt zusammen, weil ich keine Lust habe, mit denen jeden Tag meinen Tag zu... So interessant sind wir nicht. Bis gleich. Wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Zug, Flughafen. So, wir sind jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde vorm Anflug. Wir sehen beide extrem zerknittert aus. Aber wir haben gleich nochmal die exklusive Möglichkeit, weil uns hier jemand, ich sehe super aus, weil uns hier jemand erkannt hat von den Stewardessen. Dann haben wir gleich mal die Möglichkeit, kurz hoch in die First Class zu gehen und uns das mal anzugucken. Dena, so er fliegt Business Class. Gut, wir sitzen gerade Premium Economy. Aber trotzdem, ich meine, wir sehen die First Class wenigstens mal von Ihnen, Kollege. Und daher, zumindest das Klo eben. Und wenn ich ein Bild habe, wo ich da drauf sitze, dann reicht das schon für ein komplettes YouTube-Video. Schick, okay. Das ist nochmal größer als Business Class, ne? Das ist vielleicht nach dem Aussteigen. Ja, ja, klar, natürlich, aber das sieht man. Ja. Ich kann da drin wohnen. Wenn die Gäste schlafen, fällt dieses Ding komplett hoch und hat man auch seine Privatsphäre. Okay, Leute, schaut mal hier. Das ist halt eine Toilette, die deutlich größer ist als sonst. Ach, hier ist nochmal ein Urinal sogar. Crazy. Kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Hier so chillen einfach. Ja gut, macht man zwar nicht, weil es halt ein Klo ist. Ja, man setzt sich ja nicht hier hin und chillt. Also ist schon echt entspannt, Leute. Sieht doch echt gut aus. Steht dir. Dankeschön. Warte. Bös. Komm, wir müssen raus. Okay, können wir gehen. Tschüss. We at the hotel, guys. First Class, so fliegt man First Class, Leute. Tja, das hat Dana noch nicht gemacht. Leute, wir sind in unserem wunderschönen Hotelzimmer angekommen. Das ist einfach wie ein riesiger Fernseher hier. Ist aber einfach nur eine dreckige Scheibe. Wir sind direkt in Koreatown, Downtown LA, wo ich erst einmal gewesen bin. Tatsächlich bin ich da mit Popcorn und Spritzen beworfen worden. Es war ein extrem littes Ereignis. Unser Zimmer, Bad TV, Bild von zwei Hubschraubern, die sich gegenseitig verfolgen. Badezimmer mit einer Dusche. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja, was machen wir jetzt? Aha. Und dann gucken wir uns Sterne an für Astroworld. Planetarium. Das Licht sieht sehr gut aus. Schau mal, sexy. Würde ich machen. Jordi, weil ich gerade keinen Bock habe, meinen Vlog selber zu machen. Wo waren wir gerade? Da. Das ist das krasseste Museum. Das ist eine private Sammlung von so reichen Leuten. Schaut euch das mal an, Leute. Die haben einfach als Millionärsfamilie hier ein komplettes Konstrukt hingestellt mit wirklich extrem heftigen Künstlern drin. Jetzt gehen wir noch irgendwo was snacken und dann geht's heute Abend schon aufs Konzert. Ich musste mein Mikrofon eigentlich mal wieder dran machen, weil es klingt wahrscheinlich gerade ultra wack. Wir haben uns gerade eine Exlat aka Eierschlampe bestellt. Das ist so geil. Ich habe gestern das Kartoffelpüree da unten. Das ist so lecker. Wunderschönen guten Morgen erstmal. Bin ich im Bild, ja, ne? Wir waren gestern, wie ihr gesehen habt, beim Travis Scott Konzert. Plötzlich kam dann Drake noch auf die Bühne. Es war auf jeden Fall extrem krank. Komplett ausverkauft, unglaubliche Stimmung da. Und jetzt geht's erstmal was zu essen. Right. Weißt du, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann findest du einfach mich. Und ich mache auch nichts. Heute passieren auf jeden Fall noch coole Sachen. Ich weiß noch nicht was. Es war so in Rätseln geschrieben. Es war so wie in so einem Märchen geschrieben. So Sky High, Freefall, Peep. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was machen wir heute? Aua. Wir gehen in den Windkanal. Es geht! Leute, ich habe euch noch gar nicht ganz genau erzählt, was hier eigentlich abgeht. Das hier bräunlich aus in diesem Hotel. So. Leute, oh Gott, das gute Wasser. Also, wir kriegen jeden Tag von Thomas Gottschalk, Assistentin, höchstpersönlich diesen Glücksumschlag überreicht. In diesem Glücksumschlag ist eine Karte, auf der Astro World draufsteht. Kommen wir zum Samstag, meine Freunde. Hier steht Yosemite. Remember the beginning of the Yosemite video? That's what you're going to do. Und am Anfang dieses Videos, was macht Travis Scott da? Er fällt. Genau, das hast du jetzt schon mal erfahren. Extrem lit. Uff. Leute, wir sind gerade in den Universal Studios. Wir fliegen jetzt hier vorne mit einem iFly. Und das Nette ist, hier sind überall andere Menschen, die uns dabei zugucken. Da kann ja jeder sehen, wenn ich mich richtig auf die Fresse lege. Ja, cool, Mann! Hey, Jody? Ja? $20, wenn du darin einfach kotzt.
haben wir es gut gemacht. Ja, 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 ihr habt das sehr stark gemacht. Wer war am besten? Also ich fand es extrem nice. Philipp, zeig nochmal ganz kurz, ich nehme mal rum. Bruder, muss los, ne? Du bist jetzt auf ewig entstellt, Alter. Ja. Es ist so witzig gewesen, Leute. Also als ich da am Ende die Saltos gemacht habe und so, also es war schon echt crazy. Alles passt natürlich zum Travis Scott Album. Leute, wir fahren jetzt mit einer Limousine straight durch L.A. Ich muss ehrlich sagen, Jetlag hat uns auf jeden Fall böse auseinandergenommen. Ja, Matthew? Ja. Wir fahren jetzt Walk of Fame, richtig? Ja, Mann. Weißt du, ob da ein Mauch ist oder Walk of Fame oder nicht? Was hast du gesagt? Ob bei Walk of Fame ein Mauch ist oder nicht? Für die Fotos, dass wir die da machen können, wegen Licht und so, weißt du? Bruder, stieg ein Wort. Hä, was? Bruder, schau, bei Walk of Fame, ja? Ja. Ob da ein Mauch ist, weißt du das? Mauch? Ein Mauch? Was ist Mauch? Hast du nicht gemacht, Finger oder was? Bruder, das redest du ja auch. Hä? Ja, okay, wir fahren. Was ist Mauch? Sag mir, was Mauch ist. Ob da Mauch ist. Alles, was du sagst, Bro, keine Ahnung. Okay, wir fahren jetzt Walk of Fame, Leute. Get it. Es regnet. Ja, fahren wir weiter, oder? Aber eine Frage habe ich noch. Erzähl, Bro. Ist das hier alles noch am Mauch oder nicht dann? Nochmal. Ob das hier alles am Mauch ist? Alles am Mauch. Perfekt, ja. Danke dir, Bro. Nice Donuts. Mach mal kurz auf die Box. So good. Uff, Alter, das ist deutlich mehr drin als jeder Deutschrapper-Box-Opening. Auf jeden Fall deutlich, deutlich stabiler. Was ist das denn hier? Ist das mit Schinken? So good and tasty. All bags are packed, meine Freunde. Wir müssen leider Gottes L.A. verlassen. Kann ich das eigentlich drücken und... Ah, hallo. Ja, moin. Ein ganz kurzes Fazit mal wieder zu dieser wunderschönen Stadt. Es ist auf jeden Fall echt immer ein Erlebnis, hier zu sein, weil... Ich weiß nicht, die Mentalität der Menschen hier ist einfach eine andere. Die sind einfach sehr viel freundlicher und offener. Natürlich ist das alles fake, das weiß man auch eigentlich, wenn man oft schon hier gewesen ist. Ich bin extrem stolz auf mich, das geschafft, da 5 Tage irgendwie zusammenzufassen. Ich habe das Material noch nicht gesichtet, ich habe gar keine Ahnung, was aus diesem Video überhaupt geworden ist. Ich hoffe mal, dass das hier relativ zeitnah und pünktlich online kommt. Soweit, so gut. Jody, you got a nice, thick